Ich bin ein vertrotteltes Moppelchen mit einem Doppelkinn, der von Beginn an Frauen den Kopf zerbricht wie bei Kopfrechnen. Haue das Bier weg und äxte das Bidding, muss furzen und das Einstehen, so wie Messi beim Dribbling. Alter, Jiggy, was hast du eigentlich da für eine Fäkalphase gehabt in deiner Lyric, ey? Leute missverstehen meine Art Humor, als wär's italienisch, es kommt ihnen irgendwie spanisch vor. Yeah. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir hier, wie ihr es schon mitbekommen habt an der Lyrik, Jay Jiggy mit Matrix featuring Soldier. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja auch das Rap-Tutorial-Ding als Abo-Newsletter. Ich habe das zwar noch nie selbst gemacht, dieses Tutorial, aber ich fand es ganz witzig, vor einem halben Jahr mich da einfach mal einzuschreiben und so ein bisschen Content einfach mal mitzunehmen, weil man hat ja nie ausgelernt, das habe ich ja schon mal gesagt. Und in dem Fall war es einfach mal interessant zu sehen, was sie da so zu sagen haben. Und da hat er halt auch informiert, dass Matrix ein Track ist, den er eigentlich viel später raushauen wollte, so 8 Wochen ungefähr, aber jetzt wegen der aktuellen Thematik rausgehauen hat, am 3.3. Und heute haben wir den 22.3. Ich habe diesen Song viel zu spät rausgehauen. Oh, Jesus. Ja, lag daran, weil es mir in letzter Zeit nicht so gut ging. Das habe ich schon in der anderen Reaction gesagt. Jetzt für alle, die andere über Alligator noch nicht geguckt haben. Einfach, ja, waren harte, schwierige Zeiten. Wie wahrscheinlich für alle von uns. Und um daran anzuknüpfen thematisch, in den letzten Wochen ist viel passiert. Für jeden von uns. Und das, was mit der Ukraine war, ganz spezifisch, hat uns wahrscheinlich alle erschüttert bis ins Mark. Und jeder, der das nicht richtig verarbeiten konnte, Angst hat oder wahrscheinlich in ständiger Unruhe lebt, das kann ich sehr nachvollziehen. Und ich bin dankbar, dass es Leute gibt, wie zum Beispiel der dunkle Parabelritter, der das alles aufarbeitet und relativ rational in seinen Videos wiedergibt und es damit für sich selber verarbeitet und auch anderen Leuten hilft. Das als kleines Beispiel. Mich selbst hat es sehr aufgerüttelt. Hinzu kamen andere Probleme in meinem Leben, wie wahrscheinlich steht ein weiterer Umzug bevor, und wer meine Stories verfolgt, weiß, dass mein letzter noch nicht mal ein Dreivierteljahr her ist. Zudem noch Lebensänderungen. Es werden alte Pfade beendet und beginnen neue, um es noch irgendwie metaphorisch auszudrücken, bis ich irgendwann mal mit der Wahrheit rausrücken kann. Ich brenne wieder aus, nächster Burnout bahnt sich an. Oder bahnte sich an. Ich habe geguckt, dass ich das so gut vorbeuge, wie es nur ging. Deswegen kam auch jetzt am Wochenende kein Video. Und. Sorry, dass es jetzt gerade so rausbricht. Musste mal gesagt werden. Weil ich auch finde, Jiggy wird wahrscheinlich vieles dieser Probleme, nicht die ich jetzt gerade eben angesprochen habe über mich, aber generell Dinge, die uns alle beschäftigen, in diesem Song ansprechen. Ich habe ihn noch nicht gehört und musste mir das die ganze Zeit verkneifen. Ich bin jetzt gespannt. Like gibt es schon vorher, weil ich einfach weiß, dass es gut werden muss. So viel muss mal gesagt werden. 4K, wir stürzen uns rein. Auf geht's. Es fängt schon direkt geil an mit dieser Sirene im Hintergrund. Das ist sehr geil, die hat auch ein Delay drauf, dass sie ja direkt so ein zeitlich versetztes Echo hat, könnte man sagen. Das erzeugt direkt diese Stimmung von Sonderfall. Das wird groß. Shit, Digga. Ich weiß, ihr fahrt alle eure Good Life-Filme, hä? Celebrate your good life. Na, Digga, fuck it, skip den Track. Boah, ist aber auch geil, so mit dem roten, der roten Matrix-Schrift und dem ansonsten farbentsättigten cinematischen Bild. Du siehst trotzdem noch die guten, du siehst die Details trotz Filter, der auf allem liegt. Die Augen von Jiggy spiegeln sich noch sehr deutlich, er hat wie immer seine Finger-Moves, alles ist dunkel und düster, wie in den späteren Harry Potter-Filmen zum Beispiel. Aber diese rote, klare cinematische Schrift sticht raus, wie zum Beispiel beim Batman-Film. Man merkt, ich gehe oft ins Kino, oder? Weißt du? Ich fühle mich schon ewig nicht mehr frei, denn dieses Leben engt mich ein. Fucking jeder Mensch, den ich nicht kenne, sehe ich einen Feind sogar. In jedem Menschen, den ich kenne, sehe ich einen Feind. Die Komplexe kicken hart in dieser Zeit. Ach du Kacke, das ist ja... Junge, ist das fett. Junge, ist das fett. Sowohl von der Soundqualität, aber vor allem durch den Beat. Das ist ja eine unfassbare Kulisse. Okay, machen wir mal kurz einen Breakdown. Also erstmal, wie das gerade mit dem Geklimper eingeleitet wird, von dem Sample, bevor es richtig losgeht. Ich fühle mich schon ewig nicht mehr frei. Boom, dann kommt rein, erste Kick. Ich fühle mich schon ewig nicht mehr. Und auf frei kommt dann die 1 vom ersten Part. Dann geht's los. Boom, gleichzeitig Kick. Und der Bass geht rein. Der Bass geht rein, der auch so ein paar Höhenanteile hat. Also ein Bass, der nicht nur in den Tiefen zu hören ist, sondern auch etwas höher. Der aber trotzdem sehr flächig klingt. Also immer noch eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Daraufhin der Rap von Jiggy, der nicht energetisch ist, sondern sehr ruhig, nachdenklich. Was zum Thema passt. Düster,
bedrückend. Und dann dieses Sample oben drüber. Das Leben hängt mich ein, fucking jede Mensch. Dieses da. Eine sehr düstere Melodie. Ich weiß jetzt gerade die Tonart nicht, aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr bedrückend. Den ich nicht kenne, sehe ich einen Feind sogar. In jedem Menschen, den ich kenne, sehe ich einen Feind. Die Komplexe kicken hart in dieser Zeit. Und am Ende nochmal diese Sirene, die so diesen ersten Vierer abschließt und es klingt einfach... Boah, das erzeugt ein unglaubliches Feeling bei mir. Frei, denn dieses Leben hängt mich ein, fucking... Und dann hast du auch noch dieses im Hintergrund. Ich glaube, das ist soll. Ist sowas wie eine Hi-Hat. Also zumindest erfüllt sie den Zweck einer Hi-Hat, dieses Sample, was da spielt. Sehr, sehr stark. Jeder Mensch, den ich nicht kenne, sehe ich einen Feind sogar. In jedem Menschen, den ich kenne, sehe ich einen Feind. Die Komplexe kicken hart in dieser Zeit. Und jetzt auch, ja, Aussage ist relativ simpel, sodass man misstrauisch ist gegenüber jedem Menschen. Nicht nur den Menschen, die man einfach nur auf der Straße sieht und in dem man direkt das Schlimmste vermutet, beim Autofahren zum Beispiel, ganz schlimm. Die meisten Leute, die ich kenne, fahren Auto und sehen direkt in den Menschen, den gerade zum Beispiel die Vorfahrt nehmen oder etwas langsamer fahren oder so, den absoluten Teufel in dieser Person. Aber vielleicht hatte diese Person einfach nur einen miesen Tag oder so. Also das wird ja gar nicht reflektiert. Klar, es ist trotzdem kacke, was einem angetan wird, aber shit happens, kann man jetzt nicht mehr ändern. Man kann zwar hupen, um zu gucken, dass diese Person das nie wieder macht, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Aber auch Personen, sagt der Jiggy, die er jeden Tag sieht, irgendwann vermutet man das Schlechte in denen und ich kann das verstehen. Das sind aber auch die meisten, das sind meistens wirklich nur Komplexe, die einem der Kopf vormacht. Ich kenne das, sogar bei Freunden, an Tagen, wo es mir richtig scheiße geht. Letzte Woche war ich an einem absoluten Tiefpunkt. Also seit Monaten ging es mir nicht mehr so schlimm. Ich hoffe, ich jammer euch jetzt nicht zu viel rum, ne? Aber ich hatte teilweise wirklich, mir ging es so mies, ich hatte nichts, woraus ich mir irgendwie noch ein Glücksgefühl ziehen konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, es gibt nichts, was mich noch glücklich machen könnte. Und ich habe angefangen zu zittern, weil mein Körper diese Entzugserscheinung hatte davon. Ich habe auch geguckt, dass ich mir Hilfe suche und alles, aber auch da hieß es nur durchhalten. Wird schon besser irgendwann. Was mir da normalerweise immer hilft, ist Zeit mit Freunden zu verbringen, was ich eh viel zu selten tue. Aber an diesen Tagen hatte ich wirklich das Gefühl, alles, was ich sage, fuckt die ab. Was aber null der Wahrheit entsprach. Ich habe mit denen darüber geredet, jetzt vor ein, zwei Tagen, als es mir besser ging, und habe denen mal so gesagt, was ich da mit mir rumgeschleppt habe. Und die waren teilweise erschrocken, was ich gedacht habe. Ich war froh, dass sie mir keinen Vorwurf gemacht haben. Ich habe denen auch geschildert, ich kann nichts dafür, das ist mein Kopf. Aber was der einem manchmal vormacht, so du erzählst in dieser Phase einen Witz und denkst dir innerlich schon, ach, halt doch dein Maul, das war doch nicht witzig, warum hast du das gesagt? Du bist doch jetzt nur nervig. Aber in Wahrheit bist du einfach wie immer. Es ist so schlimm, was du dir vormachst. Und dann denkst du direkt, die gucken jetzt gerade auf dich runter deswegen. Die verachten dich dafür. Es ist Wahnsinn, mit was für unangenehmen Filmen dein Kopf dich teilweise bespielt. Und manchmal frage ich mich, ob es richtig war, ein Kind in diese Welt zu setzen. In der Welt, wo die Wälder brennen und Gletscher schmelzen. Das denke ich mir auch manchmal. Also erstmal stark, dass er diesen Tisch mit diesen Bildern hat, die er sich anguckt. Und jetzt auch, oh, jetzt zum Beispiel krasses Bild, also mit den Waldbränden und jetzt gerade mit der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die zum Glück auch von vielen boykottiert wird. Selbst von Freunden von mir, die eigentlich gerne Fußball gucken, wirklich absolut geil, dass da drauf geachtet wird. Einfach, dass diese menschliche Ungerechtigkeit nicht unbeachtet bleibt. Ich finde es halt krass, dass Leute, ich glaube zum Beispiel David Beckham war das, die sogar Werbung für so eine Scheiße machen, was ich absolut nicht verstehen kann. Und einfach froh bin, dass es Leute gibt, die nachdenken, in dem Fall. Und das boykottieren. Und nochmal, um das zu sagen, ich denke mir auch so, ich bin zarte 21. Und ich denke mir, wenn ich irgendwann mal so 30 bin, ich habe auch Kinderwünsche gehabt. Aber gleichzeitig die größten Zweifel, ob diese Welt nicht einfach zu viel ist für ein neues heranwachsendes Wesen. Weil du ja diese Verantwortung, die jetzt deine Generation trägt und oft nicht erfüllt, wobei es hier in dem Fall auch noch die Generation über meine Generation ist. Diese Verantwortung, dann neue junge Hände zu legen, ist das gerecht? Ist das fair? Kann man sowas einem kleinen Wesen antun? Das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich alle etwas beschäftigen wird in nächster Zeit. Wo die Menschen nicht mehr viel verstehen von Menschenrechten, wo man nur von Geld besessen ist und wo es kein Happy End gibt. Menschenrechten, Geld besessen, Happy End gibt. Ja, auch wieder schöne, viersilbige, kurze Reimkette. Gibt keine klare Sicht, weil sich alles dreht. Kein 5 vor 12, nein, es ist zu spät. Und wer... Keine klare Sicht, weil sich alles dreht. Kein 5 vor 12, nein, es ist zu spät. Falls das eine Anspielung ist, verstehe ich sie nicht, aber ich finde es schön zu sagen, so dass wir nicht klar sehen, weil sich alles um uns herum dreht. Das könnte man einerseits so interpretieren,
dass ich, weil wir egozentrisch sind und sich die Welt ständig nur um uns herum dreht, dass wir nicht auf das Wesentliche achten. Was ich aber viel wahrscheinlicher denke, ist einfach nur, wir sind verwirrt und können es deswegen nicht sehen. Verwirrt können wir aus vielen Gründen sein, wahrscheinlich einfach, weil die Welt so schnelllebig ist. Kleine Kinder grad in Weltblechhütten, meine neuen Nikes nähen. Flipp ich aus, weil zu Hause grad mein Internet nicht geht. Kauf mir Klamotten. Ja, aber das ist wieder so ein Ding. Das stimmt zwar, das ist an sich ein krasser Sachverhalt, aber gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist in dem Punkt eine krassere Meinung, da bin ich mir bewusst, das ist vielleicht auch eine Meinung, die etwas polarisieren könnte, aber ich finde persönlich, wir können erstmal nichts dafür, in welche Lage wir geboren werden. Wenn wir in eine Welt geboren werden, in der unsere größten Probleme halt wirklich sind, dass wir uns mal am Zeh gestoßen haben, dass die Haferflocken leer sind oder das WLAN für 3 Stunden nicht geht, obwohl wir ein wichtiges Video hochladen müssen, dann ist es unser gutes Recht, uns darüber auch mal zu ärgern. Dann ist es einfach Kacke in unserer Lebenssituation. Es wird immer Menschen geben auf der Welt, denen es schlechter geht. Einmal wegen schlimmeren Lebensumständen oder einfach nur angeborenen schlimmeren Lebensstandards, wegen Behinderung oder wegen einem Leben in einem dritten Weltland. Klar, es wird immer jemanden geben, dem es schlechter geht. Aber deswegen darfst du niemals deine eigenen Probleme kleinreden. Auch wenn es nur ist, dass das Internet nicht geht, auch wenn es nur Luxusprobleme sind, sind es in dem Punkt Probleme. Und ich finde, diese Punkte, dass es anderen schlechter geht, kannst du benutzen, um zu sehen, dass das Thema gar nicht so schlimm ist. Aber gleichzeitig, finde ich, ist das eine sehr schwache Argumentationsstruktur. So quasi Whataboutism in der Richtung. Ich finde es ungerechtfertigt, aber ich verstehe, was der Jiggy damit ausdrücken möchte. Und zwar, seh dich um. Der Welt geht es so scheiße. Warum ist dieses Ungleichgewicht da, dass ich diese guten Probleme, diese Luxusprobleme habe, während andere Leute existenzielle Nöte haben? Und das kann ich verstehen. Motten, die mehr kosten als die Miete, doch warum zum Fick stellt mich das zufrieden? Hä? Diese Scheiße ist mehr Schein als Sein. Ich sehe Verzweiflung hier weit und breit. Ja, nee, ist wirklich so. Er hat sich so verändert von seiner Art zu rappen. Also wirklich, wir von diesem Technik-Ding immer mehr und mehr weg ist von diesem strikten und immer mehr in dieses freie Gerappe, aber mit so viel mehr Aussage und Gewicht und Experimentierung. Ich finde es gut, ich finde es sehr gut. Ich finde keines von beiden besser oder schlechter als das andere. Ich muss auch sagen, der Jiggy, der gut reimt, ist ja auch nicht weg. Der kann immer noch echt reimen wie kein zweiter an manchen Stellen. Zum Beispiel jetzt bei Drip Like Water hat man das wieder perfekt gesehen. Aber er weiß einfach, wann er was zu priorisieren hat. Und das ist genial. Schlagalarm. Sehr schöner Hook. Bei männlichem Gesang ist es immer so eine Frage, finde ich, wie gut es ankommt in dem Track. Aber hier muss ich sagen, es passt perfekt. Es ist theatralisch, nicht zu theatralisch. Es ist nämlich teilweise auch ernst und direkt. Und es passt auch einfach genau. Ich finde es sehr gut. Es klingt nicht wie Gejammer. Es klingt wirklich stark und emotional, aber nicht zu emotional. Ach, es hat so eine bitter ernste Melancholie, könnte man sagen. Sehr stark. Und eben auch hier, wann wachen wir aus der Matrix auf? Die Matrix voller gesellschaftlicher Konstrukte und hingebogenen Normen und Konventionen, die wir uns angeeignet haben, in denen wir reingeboren wurden und sie als selbstverständliche Weltnormen ansehen, wenn man so möchte. Wann hinterfragen wir das? Viele Menschen hinterfragen nicht. Und ich meine nicht dieses verschwörungstheoretische Ding. Ich meine, wann hinterfragen wir denn unsere eigenen Normen und Werte? Wann gucken wir mal, oder wann guckt denn der generelle, normale Mensch weg von seinen eigenen Problemen auf die richtigen Prioritäten und sieht was Wichtiges? Und hier haben wir das große Problem. Wenn du das versuchst, Menschen klarzumachen, hörst du oft, ja, ich habe halt meine eigenen Probleme und kann mich gerade nur um mich selbst sorgen. Kenne ich auch aus meiner Familie. Und da muss ich sagen, es stimmt einerseits. Aber andererseits, finde ich, ist es genauso wichtig zu gucken, was du mit deinem Verhalten ändern kannst für die Welt. Und klar ist es so, es fühlt sich erschreckend klein an. Und klar, wenn ein Großkonzern zum Beispiel seinen Verbrauch reduziert, zum Beispiel BP bei Öl, die ja diesen ökologischen Fußabdruck in die Welt gesetzt haben, um den Fokus von Konzernen auf den einzelnen Verbraucher zu tun, was an sich ein Mythos ist, kann man klar sagen, wenn diese Riesenkonzerne sich einfach einschränken würden, hätten wir als Menschheit deutlich weniger Probleme, zum Beispiel bei
der Umweltverschmutzung, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben wollen, aber auch was die Ausbeutung von Dritte Weltländern angeht. Wir können was für die tun, aber die Großen müssen etwas tun, damit sich wirklich etwas ändert. Trotz alledem sind so viele Menschen noch gefangen in diesen gesellschaftlichen Normglauben. Diese, mit Matrix kann man so vieles meinen. Die Matrix ist ja die Norm, die du denkst zu kennen, aber nicht wirklich aus dieser Box herausgehst, um zu sehen, was wirklich wichtig ist. Die Matrix, finde ich, ist zum Beispiel, Germany's Next Topmodel wäre zum Beispiel eine Matrix. Diese Ideale, die dir vorgeschrieben werden, aber Schönheitsideale sind nur ein zeitliches Phänomen. Nichts, was wirklich echt ist, sondern was vorgeschrieben ist. Aber auch Geld. Geld, auch ein Phänomen, was Jiggy auch schon super beschrieben hat. Warum macht einen sowas glücklich? Kommt das wirklich aus mir oder wird mir das vorgelebt, dass einen sowas glücklich machen soll? Und das ist auch wieder so ein Ding. Klar, Geld macht irgendwo glücklich, aber dieser übermäßige Konsum ist etwas, was bei uns glorifiziert wird und vielleicht ist das gar nicht mal so geil. Und darüber sollte man nachdenken. Das ist ein Ding, was gar nicht wirklich existiert, aber es macht uns krank. Ich kann es auch an mir selbst beschreiben, also wenn wir wieder beim Thema Schönheitsideal sind, auch eine Art von Matrix. Klar, das hat jetzt nichts mit den Missständen zu tun, dass die Welt brennt oder so, aber es ist ein übersteigerter Selbstfokus, der uns weglenkt von den wirklich wichtigen Dingen auf viel zu übertriebene Dinge. Klar, es gibt zum Beispiel was wie Übergewicht oder zu starkem, oder auch im Gegenteil zu starkes Abmagern, was wirklich nicht gesund ist, aber dieser übertriebene Fokus darauf, ey, wie groß ist diese Person, wie dick oder dünn ist diese Person, das ist ja bei uns schon so ein richtiges Kategorisierungsspiel geworden. Wir gucken uns diese Menschen an und stecken sie direkt in eine Schublade anhand von Konventionen, anhand von gesellschaftlichen Normen, die wir niemals aus uns selbst gezogen haben, die wir als Kinder nicht in uns getragen haben, sondern uns angepasst haben darauf. Und das finde ich falsch. Und daraus rauszubrechen, ist gut. Deswegen mag ich auch sowas wie TikTok überhaupt nicht, wenn es um Trends geht. Klar, Trends gibt es überall, aber TikTok ist eine der größten Verbreitungsmöglichkeiten, die es gerade gibt. Und diese ganzen Trends zu sehen, wo Leute sich auf Outfit profilieren, auf Geld profilieren, auf Aussehen profilieren oder auf sonst was in der Richtung. Wieder einen kleinen Rage gehabt. Vielleicht kommen wir wieder mal zurück auf den Song. Bitte sag's mir. Bitte sag's mir. Bitte sag's mir. Bitte sag, bitte. Boah, ist aber auch schön, diese Bridge, dieser Übergang, so dieser Vierer, wo einfach nur bitte sag mir gesagt wird, dann kommen wieder diese, ich weiß nicht, es klingt schon fast ein bisschen wie eine Spieluhr, hören wir nochmal rein. Dann ist ein Piano mit relativ, also es spielt relativ hoch, es hat Hall drauf, relativ nahen Hall, also relativ nahes Pre-Delay, dass sich das Sample, das Piano-Sample relativ schnell im Hall auflöst und gleichzeitig ist etwas leise, ist es nicht ganz nah zu hören und wirkt deswegen sehr mystisch, könnte man sagen. Und gleichzeitig kommt dieses Sag mir von ihm noch, es klingt quasi alles aus und gleich, jetzt fadet es gleich wieder in diese ruhige Atmosphäre vom Part ein. Dieser Song ist atmosphärisch as fuck, wirklich. Bitte sag's mir, bitte sag, bitte, bitte sag's mir. Es wirkt so breit, das ist unfassbar, wirklich. Das könnte einer der besten Jiggy-Tracks sein, die ich jemals gehört habe. Das ist einer, es ist ein Fakt, dass reine Rap-Technik und Skill nicht alles sein müssen. Klar, sie spielen auch mit rein, aber eine Aussage mit Feeling rüberzubringen, ist manchmal einfach das Wichtigere. Und stell mir vor, wie es wäre, jetzt aufs Meer. Das ist aber auch geil, so dieser Drumroll, der gerade gekommen ist und einen nochmal so ein bisschen aufweckt. Es ist so gut gemacht. Man, ich lieg am Strand in Italien und stell mir vor, wie es wäre, jetzt aufs Meer hinauszufahren. Mit einem kleinen Boot und mit 46 anderen, von denen die Hälfte kaum noch atmet. Doch dann denk ich lieber an das schöne Lokal mit dem Fahnenmast. Enter wie ein deutscher Touri oder ein Guavensaft. Frutti di mare, per favore und die Champi knackt. Blau ist der Himmel und goldgelb die Ananas. Ach, stark, so dieses, ja, ich könnte jetzt hier gucken, dass ich in diesem Land, wo ich gerade Urlaub mache, wohin gehe, Leuten helfe, aber nee, stattdessen schiebe ich weiter in die ruhige Kugel, mach das, was ich mache, das, was man vom normalen Individuum in dieser Gesellschaft erwartet, blicke nicht über den Horizont und bleibe gemütlich. Klar, so denken wir alle, so denkt er auch von sich. Ich finde es so schön, er zeigt nicht auf dem Finger, mit dem Finger auf andere, außer im Intro von seinen Songs, und sagt, du bist schuld, du bist das Problem. Er sagt, wir müssen an uns arbeiten. Ich sehe diese Fehler an mir und ich frage mich, warum tick ich so? Warum bin ich so? Diese Komplexe schiebt er ja die ganze Zeit und verpackt sie erst jetzt in einem Song. Mit welchem Glück bin ich gepriesen, aber frage, darf ich das noch genießen? Ja, und frage, kann ich das denn überhaupt hier noch genießen, während auf dem Meer, auf das ich blick, Menschen krepieren? Hä? Das war jetzt vom Reim eher schwach, krepieren, genießen, so vom Flow, stockt es ein bisschen, aber dieser Vierer war genial. Er ist plump,
formuliert, weil das ein super Gedankengang ist, den viele genauso von Anfang bis Ende in diesem Verlauf auch denken. Das ist super wiedergespiegelt und wenn man diesen Gedankengang nochmal hört, dann tritt man aus seinem Denken raus und kann das Denken beobachten. Das ist eigentlich eine Meditationsform, aber solche Songs helfen einem eben, das noch etwas weiter zu verarbeiten und zu reflektieren. Sehr gut. Ein super Anstoß, weil er das hier so gut formuliert. Er sagt, es ist richtig, dass ich mein Leben noch genießen kann, weil ich dieses Privileg habe. Und im nächsten Moment hat er das gesagt, was ich legit gedacht habe, und zwar, kann ich das denn überhaupt noch, weil es so bedrückend ist? Kommt das denn nicht unterschwellig immer wieder hoch? Das ist total krass. Ja, die haben richtige Probleme und ich fick mir wegen Klickzahlen den Schädel. Ist auch so krass, ja, man kennt es als YouTuber so. Selbst wenn man klein ist, so, man macht sich immer Kopf wegen Klickzahlen, das ist total krass. Mann, ich fick mir wegen Spotify und Instagram den Schädel, Alter, das müsstest du denen mal erzählen. Das müsstest du dem mal erzählen. Seht ihr, was ich meine? Er sagt es einfach so raus. Es geht nicht um den krassen Reim, sondern hier um diese Redensart. Es ist so krass, das, was er damit vermittelt. So, guck mal, ich mache mir diese und diese Sachen im Kopf, aber wenn du das denen erzählst, die würden dich auslachen. Aber wieder, da greift das Argument, was ich vorher gesagt habe. Jeder hat seine Probleme. Aber er hat ja recht. Er hat ja recht. Und er macht sich diesen Kopf auch zurecht. Ich finde es schön, dass er das ausdrückt. Vor allem diese Probleme mit Klickzahlen wird der Otto-Normalhörer nicht haben, weil der Otto-Normalhörer wahrscheinlich kein Influencer ist. Aber es ist halt Jiggys Art und Weise, das zu beschreiben. Und es ist wirklich krass. So, man könnte es auch auf andere Menschen ummünzen, die dann sagen, ja, ich mache mir Kopf wegen den Holzpreisen aktuell oder ich mache mir Kopf, weil es gerade mit dem Geschäft vielleicht etwas schwankt. Aber wie gesagt, das sind keine Existenznöte. Der brennende Durchgang sieht so hammer aus. Du sagst mir, Schlagalarm, SOS. Sag mir, wann wachen wir aus der Matrix auf? Keine Liebe, kein Herz mit Tränen und Schmerzen. Bitte sag's mir. Wieder das gleiche wie vorher. Bitte sag's mir. Diese Bilder, die auch immer gezeigt werden, mit diesem Fliegennetz vorne dran, sehr stark. Also mit diesem Videofilter. Bitte sag's mir. Der Rest ist auch nur noch Stille. Also, ich frage mich, warum die das so lange gemacht haben. Vielleicht so als kleine Nachdenkzeit oder ähnliches, sodass nicht direkt diese Empfehlung für weitere Videos kommt und so. Interessanter Ansatz. Ich nehme an, dass der bewusst gewählt war. Können wir nochmal in die Kommentare gucken hier. Nein, das wurde jetzt nicht extra so gesagt. Aber ich finde es krass, dass dieser Track nur, in Anführungszeichen, nur 127.000 Aufrufe hat. Wobei es doch Themen sind, die uns aktuell alle beschäftigen. Klar, ich finde, man kann einen Krieg nicht mit Hashtag Stop War beenden, aber man kann immer den Leuten da draußen senden, dass wir gerade ein eines Bewusstsein haben und uns gerade alle geeint fühlen. Und von Gefühlen wurden keine Kriege beendet. Naja, teilweise. Aber vor allen Dingen schafft es eine menschliche Verbundenheit, weil gesagt wird, weil alle zusammen sagen, wir wollen keinen Krieg. Ein paar Machthaber wollen Krieg, aber die Leute, die in den Krieg ziehen, wollen keinen Krieg. Wie wir es jetzt gerade in dem Beispiel haben, es ist ein unglaublich brisantes Thema und mir stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn ich nur drüber nachdenke, wenn ich ehrlich bin. Man kann jetzt von diesem Move halten, was man will. Vielleicht der eine oder andere könnte dem Jiggy auch vorwerfen, dass das Klickzahlen abgestaube ist, also weil er diesen Song jetzt hochlädt und nicht 8 Wochen später. Ich finde, das ist Bullshit, so zu argumentieren. Ich finde es richtig, dass er das jetzt gemacht hat, um den Leuten ein Zeichen zu geben. Ich finde, es ist auch keine Schwarzmalerei. Ich finde, das ist die reines Schaffen für im Bewusstsein. Nicht nur für andere, sondern auch für sich. Und ich muss wirklich sagen, stark. Gute Metapher mit der Matrix. Passt hier perfekt rein. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich viel an den Leuten ändern, also an der Denkweise der Leute ändern. Aber es wird wahrscheinlich für die Leute wie ein kurzes Aufwachen sein, sich das anzuhören. Wirklich auch von der Machart starker Track, wie er gemischt ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist absolute Klasse. Spitzenklasse, wirklich. Ich würde sagen, diesmal kein Song im Outro. Ich würde sagen, lass das Thema einfach nochmal ein bisschen sacken. Ich wünsche allen, die das hier hören, alles Gute, auch für die Zukunft. Ist gerade eine schwere Zeit für uns alle. Macht's gut. Ciao.